God is able to enable the unable to be able. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwarzfeuer-Podcast, dem Podcast zum Hören beim Zwiebeln, Riebeln und Giebeln. Hast du jetzt gedacht, ich sag das jetzt normal, oder? Ich hab damit gerechnet, weil du es vorhin normal gesagt hast. Tja, siehst mal, bist doch nicht so gut in Mathe. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, freut uns, dass ihr uns wieder zuschaut, dass ihr uns einschaltet, heute um 18 Uhr. Wir sind Jonas und Fabian. Ja. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Schwarzwald Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei uns wieder im Schlafzimmer. Das war die Aufnahme gestern. Oh. Folgt uns auf unten. Intro vertauscht, Entschuldigung. Ja, Leute, was geht? Wie geht's euch? Alles gut? Alles fit im Schritt, was geht ab in der Hut? Where is the castle? Can you show me where the castle is? There is the castle! Ich hab früher gerne Dora geguckt. Ich Upsa. Nicht. Hast du es auf Englisch geguckt? Nein. Bitch. Fass noch einmal mein Ding an. Fass bitte noch einmal mein Ding an. Nee, ich habe das früher geguckt, vorm in die Schule gehen, weil das kam so ab 6 Uhr morgens. Mhm. Und dann habe ich halt gefrühstückt, habe es nebenher geguckt und dann, wenn die Folge spannend war, war ich konnte sie nie fertig schauen, weil dann ich zum Zug musste. Ah, ja. Weil ich glaube, die ging ja bis 7.15 Uhr und der Zug ist um 7.08 Uhr gefahren. Mhm. Und manchmal war es dann schon knapp. Nur noch eine Minute. Ach, teilweise habe ich Schuhe angezogen, als Stranke runtergegangen sind. Ich musste dann über die Straße überbrücken und dann war ich ja da. Das war also, es ist wirklich immer so, die am nächsten wohnen, sind die am letzten da sind. Das ist bei mir an der Hochschule ist das auch so, ich musste nur so irgendwie so 8 Minuten laufen oder so. Mhm. Und ich bin der am nächsten dran wohnt, ich komme immer 4 Minuten zu spät. Ja, man denkt halt immer so, ja, bin ja gleich da, ich habe ja noch Zeit. Nur noch schön Zähne putzen. Dann kommt noch irgendwas dazwischen und dann ist schon rum. Ja. So geht's mir auch mal mit hier. Ja. Früher war ich immer so pünktlich. Und ja, aber wenn man so, wenn man dann so langsam auftaut und... Ja, Unpünktlichkeit, Leute, habt ihr auch mit sowas ein Problem? Wo wohnt ihr nahe? Zum Beispiel, ich habe ja mal da oben gewohnt. Ja, ihr wisst ja, wo ich glaube, da wäre es noch schlimmer, wenn... Da oben, ja. Direkt an der Bushaltestelle, was manche auf dich der Bus verpasst haben. Bei mir ist ja genauso, ich muss ein bisschen mehr laufen, aber... Ja, ich habe ja gehört, wenn der Bus gekommen ist und ja. Dann lag ich noch im Bett, weil ich vom Bett habe, weil ich so, fuck... Dann bin ich mal zum Bahnhof gerannt. Das habe ich auch gemacht und wo ich oben in der Schenke-Zander-Straße, quasi auf Höhe von der Tankstelle, habe ich dann den Zug gesehen und ich bin immer noch gerannt und habe gedacht, aber das habe ich natürlich nicht mehr geschafft. Cringe. Ja. Ich bin runter, ich bin an der Straße entlang gerannt, also Berg runter und dann Straße entlang, ich habe es tatsächlich noch geschafft. Krass. Ich war, glaube ich, weniger als 10 Minuten, glaube ich, brauchen. Aber ich war sehr verschwitzt danach und auch sehr kaputt. Ich bin mal mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, weil ich den Zug verpasst habe. Ich bin trotzdem irgendwie eine halbe Stunde zu spät gekommen, wäre ich mit dem Zug, also einfach mit dem nächsten Zug gefahren, wäre es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gewesen oder so. Jetzt war er, aber ich finde, dann ist gleich schon diese Bestrafung mit dabei, dass man das nächste Mal besser macht. Wir sind früher auch tatsächlich mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, aber einfach, weil wir das wollten. Das war eine wilde Zeit, also im Sommer. Da habe ich gesagt, okay, wir fahren dann zu 5, zu 6, ja, dann trifft man sich da, dann fährt man alle mit dem Fahrrad nach Wolfer. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Habe ich halt mit Justin habe ich das halt gemacht. Aber irgendwie, ja. Da macht man es ja freiwillig, da macht es halt nicht so viel Spaß. Ja, eben.
Mir fehlt das, war echt das Adrenalin. Da war ich halt auch komplett verschwitzt. Und das Ding, mein Lehrer hat es mir auch gar nicht abgekauft, weil er wusste, dass ich ziemlich weit weg wohne eigentlich. Also so, dass es nicht irgendwie mit dem Fahrrad ist. Und dann ich so, ja, Entschuldigung, ich bin, dass ich zu spät bin. Ich habe meinen Zug verpasst, bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen. Habe ich halt noch gesagt, ja, der nächste Zug wäre viel, viel später erst gekommen. Irgendwie sowas. Ja gut, er wäre ja auch später gekommen. Also, wenn du hättest eine Stunde warten müssen. Ja, ich glaube, ich habe halt quasi den einfach gesagt, den gibt's nicht. Also, ne, gibt's nicht. Ja, war dann nochmal eine Stunde später quasi. Wild. Ja. Aber ich finde, A for effort. Ja. Mindestens. Hast du gut gemacht. Danke, danke. Hast ja bestimmt nichts Wichtiges verpasst. Mathe. Da wäre ich lieben gern zu spät gekommen. Was ich einmal hatte, was hattest du bestimmt? Wurdest du am Bahnhof abgeholt von deinen Eltern oder von der Schule? Weil der Bus nicht gekommen ist. Nicht mal dann wurde ich abgeholt. Alle immer so, ja, meine Mutter holt mich ab. Und ich immer so, wenn ich halb tot bin, vielleicht, wenn ich frage. Ich wurde nie abgeholt. Ich bin entweder bei anderen dann mitgefahren, oder musst du halt einfach gucken, wie ich heimkomme? Ja, ich bin auch schon vom Bahnhof heimgelaufen. Aber ja, so ab und zu hat sie uns dann schon abgeholt. Meine. Ja. Aber lang nicht so oft wie andere. Ja, manche werden jeden Tag abgeholt. Wenn ich da am Bahnhof vorbeilaufe, denke ich mir so, um Gottes Wille, hat die Eltern müssen Zeit haben. Vor allem, es fährt ja ein Bus. Schwierig. Schwierig. Nur weil der Busrand voll ist. Schwierig. Nein, weil er einfach abartig unpünktlich ist. Der ist manchmal so spät dran, dass er 10 Minuten zu früh für die nächste Runde ist. Also der Stadtbus, wenn ich da durchlaufe um 1:30, dann ist der immer um zur gleichen Zeit fährt er da durch. Ja, ist immer gleich zu spät. Nee, immer pünktlich, nee, weil sie nämlich Pause davor hat. Da steht er nämlich vorne. Ja, da, das ist ja der Anfang von der Runde, genau. Ja, aber es geht ja um den, dass wenn man vom Zug nach Hause will. Ach so, ja. Wenn du jetzt nachmittags um 6 Uhr, weiß Gott, wohl willst, ist mir egal. Muss ich gucken, was du machst. Nee, aber generell ist der ziemlich unpünktlich. Und es gibt eine Fahrerin, die macht ihre 10-Minuten Pause. Egal, wie spät sie dran ist, die macht ihre 10-Minuten Pause. Na gut, muss sie ja auch, ist ja richtig so. Nein, die Pause ist gedacht als Puff. Nein, die Pause ist gedacht, dass man mal aufs Klo geht, mal einen Snack zu sich nimmt. Wir haben genau die auch schon beim Einkaufen getroffen und kurz danach ist sie uns mit dem Bus durchgefahren. Ja, ich gehe auch ab und zu vom Arbeiter einkaufen. Die ist während dem Arbeiter einkaufen gegangen und war dann deswegen 10, 12 Minuten zu spät. Vielleicht war sie eh schon zu spät und hat gedacht so, ah, fuck it, jetzt ist es auch nicht mehr schlimm. Hör auf, die in Schutz zu nehmen, das ist nicht so. Die haben auch anderes, ein hartes Leben, ja. Wann soll die denn einkaufen? Die fährt von morgens bis nachts fährt die Bus. Ja, genau. Wir hatten immer damals im Raiffeisen so eine Taxifahrerin, die war richtig eklig. Die hat voll gestunken, die kam immer morgens rein, hat dann sich Softgetränke gekauft. Die hat so gestunken geboren, dann ist sie immer aufs Klo gegangen. Dann hat sie auch mal das Damenklo richtig voll geschissen. Die hat echt, also, oh, bei der wäre ich nicht gerne ins Taxi gestiegen. Ja. Schön. Ja, finde ich, das war das Dame-Klo. Da musste ich jetzt sauber machen, weil da war ich nämlich noch Azubi. Ach, und dann durfte ich nicht? Was durfte du sauber machen? Ins Dame-Klo. Nee. Ach so. Gott sei Dank. Stell dir vor, ja, du putzt jetzt. Ich habe schon das Herren-Klo geputzt. Weil wir lange Zeit lang hatten wir keine Reinigungskraft und dann wurde halt das Klo echt lang nicht gereinigt. Das war echt eklig. Und dann habe ich halt gesagt, okay, putze. So, und weißt du was dann? Ich bin da am Putze, mein Chef will mir, brauch sie doch lange? Ich so, ich bin jetzt halt hier. Ja, das musst du wegstellen, okay. Und ich bin so, du Arschloch, kannst gleich selber machen. Bin doch keine Reinigungskraft. Ich habe mich da dazu herabgewürdigt, Scheiße auszuputzen. Und dann kannst du nicht schnell genug sein. Nee. Geil. Ich will halt sauber, aber ich kack da ja auch. Also jetzt nehmen wir auch.
Das war echt, da war ich so richtig so, bitte, ich hör gleich auf. Der war da auch auf dem Klo. Und dann irgendwann, dann hatten wir wieder Reinigungskräfte. Gut. Für dich auch. Ah, die Kloputze irgendwo wird. Also, wenn ich überlege bei uns in der Firma, wenn ich Klo putzen müsste, wie das manchmal aussieht. Leute, merkt euch, ich verlasst glaub, das Klo immer so, wie ihr es vorfinden wollt. Ich finde, Dusche putze bei euch, fände ich, glaube schlimmer. Weil einmal einer reingeschissen hat. Ja. Kannst du einfach mit so einem Kehrwisch nehmen und dann ins Klo schmeißen. Ich habe mir auch überlegt, ich denke da immer das noch drüber nach. Ja, ich doch auch. Und ich habe mir überlegt, vielleicht war es ja so, dass der echt dringend hat müsse, aber beide Klos halt belegt waren. Dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich. Jetzt muss ich aber. Kann ja sein. Ich hätte dann vielleicht ins Pissoir geschissen. Weil das wäre auch. Nee, dann lieber. Dann hätte ich auch nicht. Ich glaube, glaub, Dusche ist auch schon besser. Ja. Muss mal in die Umkleide gehen und gucken, weil die Leute gehen ja immer zur selben Zeit aufs Klo. Dann muss ich mal gucken, ob beide Kabinen um die Uhrzeit besetzt sind. So mit so einem Clipboard. Aha, interessant. So ein Zeitdiagramm und immer so die Zeitfenster für jeden Mitarbeiter. Weil welches machen. Klo? So wie bei der YouTube-Dinger. Ja. Am häufigsten mehrfach wiederholt. Am meisten geklickt. Heute eine Trends. Ja, manchmal ist es wirklich so, also zu manchen Zeiten, Leute mache immer, gerade ich merke es halt so, ich gehe ja in die Umkleide ziemlich um und meine Reihe ist ja immer so Reihe-Ding und meine ist genau mit Blick zum Waschbecken und Pissoir und Klo-Ding halt. Ah ja. Und das sind, wenn ich da komme, urzeitmäßig so, das sind immer die gleichen, wo da drin sind. Immer die gleichen. Ja. Und dann da aufs Klo gehe. Machst mal eine Excel-Tabelle. So im Spind drin, so eine Strichliste. Aha, der auch wieder? Ah, der nicht? Ja, Mensch. Geh ich so zu hin. Was ist los? Alles gut bei dir? Hast du heute nicht abgestuhlt? Wenn er Abdul heißt, dann ist es... Abdul. Abdul hängt im Klappstuhl. Wenn viele Abduls tatsächlich. Manche sind voll cool und arbeiten auch wirklich gern und auch wirklich gut und andere... antrennt. Na, dass die Leute so denken, dass ich hier so stereotypisch. Ja, dass die Leute denken, dass du deine Mitarbeiter hinterher spionierst. Ist so. Das ist so. Bei uns ist so, je dunkler der Abdul ist, desto besser schafft er. Alter. Wenn nämlich vier Stück, also wo ich halt kenne so in der Firma. In vier Stück. Ja, wo ich halt kenne in der Firma so und. Das klingt wie der neue, was weiß ich, Roboter. Haben wir heute schon vier neue Lagerroboter? Nee, die sind alle in der Abdul 3000. Die sind alle in der Logistik, die sind da verteilt. Ja, und aber da, trotzdem. Der, wo immer, der war am gebräuntesten ist, sag ich jetzt mal. Der ist wirklich übel, die Maschine, der liegt da richtig los. Und der, wo am. Also, welches sag am Held, stört sich blöd an. Der andere, der auf der anderen Seite vom Spektrum. Schon faule Sau. Kennst du von Family? Nee. Erzähl einfach, was du meinst. Vielleicht. Doch, ich glaube, es ist von Family Guy. Ein South Park-Spiel. Choose Difficulty. Ah, ja. Ja, so ungefähr. Ja. Ja, doch, wirklich so. So ist das. So ist das. Wie viele Abduls habt ihr in der Abteilung? Ich habe keine Ahnung. Also in der Abteilung gar keinen. Mhm. Ist IT wohl rassistisch, hä? Hä? Wir haben Hui Dui und und so. Hui Dui? Ich glaube... Hui Dui, der Schlossgespenst, oder? Ja, genau. Ich glaube, die heißt echt so. Hui Dui. Ist ja lustig. Ja. Ist die Asiatin? Ja. wir haben echt ein paar Asiater. Und das ist komisch. Ja, aber die sind da auch gut drin. Also die, ja, das Ding ist, der am asiatischsten aussieht, heißt Hannes Huber.
Hanne, Hunger. Nee, aber das ist komplett. Also, der hat keinen Akzent oder so. Ja, aber manche kriegen ja so. Also, es ist ja voll Trend, dass chinesische Babys so westdeutsche Namen kriegen. Mhm. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die damit ihr Geld verdienen, denen der Familie Name zu sagen. Westdeutsch, habe ich mal gesehen. Habe ich das mal gelesen. Und dann kommen halt dann so lustige Kombinationen zusammen. Was ja echt wenig Sinn macht, weil ich will. Gerade China ist doch sehr traditionell, ich mir warum dann West? Ja, gut, ich glaube in der Städte. Das sind trotzdem noch ziemlich traditionell. Ja, schon. Ich nenne mein Kind jetzt auch nicht Xing Chong. Knicki Knacki in Arbeitskind. Knicki Knacki. Ja, warum nicht? Mu Shi Zu. Vielleicht möchte Jule das? Ja, vielleicht. Knicki Knacki Hahn. Wenn unser Kind mal Kletterer wird, hing am Hang. So wird besser. Ja, Leute, falls euch interessiert, ich sitze auf einem neuen Stuhl. Ich sitze auch auf einem neuen Stuhl. Ja, also das ist der alte vom Jonas. Und das ist der neue vom Jonas. Das ist die alte vom Jonas. Nee, die sind beide neu. Also alt. Aber ich fühle mich hier neu. Da ist voll krass, da kann man sogar hier die Rückenlehne-Ding einstellen. Auf beider Seite, wenn du es so hoch machst. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ist jetzt gut, also, danke. Hier diese Ding einstellen, das kann ich nicht. Mhm. Ach, da habe ich die bessere jetzt. Dafür habe ich Armlehne. Schön. Ja. Dafür habe ich... Arme. Lieber Arm ab als Arm dran. Nein, andersrum. Nein. Wenn ich noch einen Arm habe, mit dem ich mein Geld ausgebe, kann dann. Ich möchte das dann. Ach, ich möchte das. Okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, heute kommt nichts Sinnvolles mehr bei raus. Stell dir vor, du willst einen Tanktop tragen, aber hast du noch einen Arm. Das hätte ich ja nicht. Rutscht ja die ganze Zeit Träger runter. Jetzt rutscht das Buckel runter. Also Stefan, als Frau mit einem Arm, dann kaufst du dir ein BH. Du musst halt so... Ja, so Trägerlose halt kaufen. Oder halt den einen von Anfang an runter machen, dann kann der mir runterrutschen. Also einfach so rüberziehen oder kommt das alles alleine. Denkst es gibt du? Doch auch so stylische Dinge, die so aussehen, wie wenn du halt das so dort an. Yeah. Ja, genau. Und das hier noch irgendwie aufhören, kannst du halb einen Ausschnitt gucken, so ein Seitwärtsausschnitt. Ja, T-Shirts mit Seitwärtsausschnitt. Gibt's? Ja, eben. Gibt ja auch T-Shirts mit Reißverschluss, wo dann auch nichts drunter ist. Hat das sie mir einen, ne? Hier, ein Reißverschluss, wenn du aufmachst, kommt sein Nippel raus. Endlich mal ein Reißverschluss, der kein Fake-Reißverschluss ist. Ich habe ja auch den Pulli, wo hier so einer ist, ja. Wo dann Fake ist. Und bei ihm ist schlecht, du machst auf, nein, stopp. Hallo. Also auf finde ich gar nicht so schlimm, aber wenn du es zumachst und dann. Ja, dann musst du halt wegen vorziehen. Uiuiuiui, das tut jetzt schon weh. Nee, ich finde, es geht voll. Oh, hallo. Aua. Aua, aua. Aua, aua, aua. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Einzeln. Und wir nehmen euch mit. Ja, was haltet ihr davon? Einmal Schlafstream. Seid dabei. Ihr dürft dann 14 zählen. Bis dann zu Ort, da wär's wahr. Wir machen mal so einen 24-Stunden-Stream. Boah, nee, danke. Kündig sowas doch nicht an. Achso, rein. Bei einer Million Aufrufe. Auf einem Video natürlich, ganz klar. Wenn wir ein halbes Jahr lang 4000 Aufrufe schaffe. Pro Video. Ja. Also Leute, legt euch ins Zeug. Warte, ich muss gucken. Achso, ab wann wir monetarisiert sind. Das ist gar nicht ein Aufruf, es geht nach
Wiedergabezeit. 3000 Wiedergabestunden in der letzte, im letzten Jahr. Also, wenn ihr es ab heute schafft, ein Jahr lang 3000 Wiedergabestunde zu schaffen, dann machen wir in 24 Stunden oder Stream. 3 Millionen Shorts. Oder 3 Millionen Short-Aufrufe. Also, nehmt euch Urlaub. Wiederholt die also ganze Zeit die Videos. Die Wiedergabezeit, da sind wir schon näher dran. Da sind wir bei 43 von 3000. Ja. Ohne euch hätten wir es nie geschafft. Ja. Ja, ja. Dann werde ich hier noch ganz emotional. Ah, und wir brauchen noch 372 Abonnenten. Ja, das ist ja... Das kommt dann von alleine. Ah ja, das kommt von alleine. Also, aber bitte. Wenn das erreicht ist, das, doch, das... Dann ziehen wir nach Dubai. Das als, wir setzen das als Ziel, sobald die, die Monetarisierungsvoraussetzungen erfüllt sind, gibt es einen 24-Stunden-Stream. Okay. Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut in die Tasche, denkt dran. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Und ihr müsst, also, ich hoffe, ihr macht es nicht, weil ich will das gar nicht machen. Also bitte klickt nicht auf die Videos. Klickt nicht auf die Videos und abonniert nicht. Nee, ich hab da gar keinen Bock drauf. Also bitte, hört auf. Stop. Ich blicke das. Da fallen voll viele drauf rein. Echt? Also. Schönen Sonntag noch, viel Spaß, bald Weihnachten. Denkt dran, früh genug Geschenke zu kaufen. Fuck. Tschüss. Tschüss.